Hallöchen zusammen und willkommen zu einem Video der etwas anderen Art, könnte man so sagen. Denn ja, heute für mich, beziehungsweise gestern für euch, gab es da ja so eine gewisse Animal Crossing New Horizons Direct. Und ja, die lief hier zu Zeiten, die jetzt mir nicht ganz so gut gepasst haben. Aber gut, da muss man halt mit leben. Aber ich wollte trotzdem ein Video dazu machen und hier sind wir, kann man so sagen. Ah, ja, wir werden es dir heute ansehen, beziehungsweise ihr habt sie ja wahrscheinlich schon gesehen. Aber ich will natürlich auch da ein paar Sachen dazu zu sagen, was wir heute da so erleben werden. Und deswegen gibt es das in Form ein dieser Reaction. Jo, irgendwas wollte ich noch gesagt haben, habe ich aber schon wieder vergessen. Mal wieder super. Ah ja, doch, stimmt, jetzt war es wieder. Ich habe es natürlich auch geschafft, mir jetzt 4 Stunden ist die jetzt her. In diesen 4 Stunden weder mich auf YouTube noch auf Twitter noch sonst wo irgendwo rum zu mich ja aufzuhalten, wo man irgendwas dazu schon lesen kann. Deswegen bin ich auch komplett, weiß ich nicht, was hier abgeht, als hätte ich die noch nie gesehen, als wäre es jetzt 15 Uhr und nicht 19 Uhr. Und ja, ich würde sagen, ohne große Umschweife. Legen wir los. Schauen wir uns an, was uns hier erwartet. Okay, ich glaube, wir können es noch ein bisschen lauter machen. Okay, hi. Auch ein Mikrofon, schick. Mr. Tom Nock, der schon wieder das Geld bei sich hart schert. Reif für die Inselpaket. Ja, genau. 20. März, einen Monat noch. Und dann sind 7 Jahre rum, wo wir gewartet haben auf einen neuen Teil. Naja, gut, nicht alle, aber ich habe mich sehr gefreut und freue mich, dass es jetzt losgeht. Häufig gestellte Fragen, okay. FAQ. Ja, Applaus. Thank you for choosing the Nook Inc. Deserted Island Getaway Package. This is one trip that we here at Nook Inc. can recommend with confidence. Your Oh, wenn ich allein destinations schon das sehe, da peaceful bekomme ich island where wieder it's Lust the auf little things Urlaub. that count. Like mingling with neighbors, designing your home, and simply enjoying life. Ah, ich freue mich schon so drauf. Es sieht so super Since aus. we're nearing departure, it's high time we detail the many features and perks included Sieht in the wirklich getaway nice aus. package. Sieht wirklich toll aus. Ich freue mich sehr drauf. Tauchen Sie ein in Ihr neues Inselleben. Upon arrival at the local airport, you'll be met with a deserted island positively teeming with nature's bounty. When applying for the getaway package, you can choose the island you wish to move to from a wide range of options. Na gut, das kennt man Would you ja. like to live in the northern hemisphere or the southern hemisphere? Also es war auch in früheren Teilen so. Don't Okay. worry. No matter which you choose, you'll experience all that the four seasons have to offer right from your Das ist island. interessant. Das ist interessant. Your departure date is scheduled for March 20th. That's when the northern hemisphere will just be warming up for Na, aber spring. ich werde wahrscheinlich aber die You won't have to Nordhalbkugel wait nehmen, long weil for es the passt ja. cherry blossoms to be Es in ist ein full Spiel, was man bloom. ja halt eher dazu spielt nach der realen Zeit. Ah, sieht aber sehr lebendig aus, finde ich. Summertime brings its own share of delights. You'll see a wealth of lush greenery, not to mention a veritable treasure trove of bugs native to the island. Come on, the color of the leaves on the Nashornkäfer. trees will gradually change, and so too will the activities available to you, from Dass man auch collecting dass seeds das and Laub von den mushrooms Bäumen to so gathering lebendig auch autumn leaves. abfällt, das gab's auch noch nicht. Das sind halt so And die in kleinen winter, the Details. island transforms Nur into a dass chilly auch Laubbäume snowscape. Blätter Your noch haben, usual das passt winter eher activities weniger, are a aber jolly gut. good time. Ja, einen Schneemann And the bauen. night sky above is particularly spectacular this time of year. Und das As you can see, Nordlicht. when the seasons change, the activities available to you change along with them. But the simple joys of nature are just one reason that the island is such a great setting for your new life. Erstmal eine Christbaumkugel aus dem Baum holen. Not long after your arrival, you and your fellow residents will receive an orientation session from the Nook Inc. staff.
Jetzt macht das nicht mehr Melinda, jetzt machen das die drei. Krass, man kriegt ein Zelt. You can chat with other residents about where you want to set up your new home base. And theirs. If they're not sure where to move, please help them find the perfect place for ja, das ist natürlich auch genial, dass man jetzt auch entscheiden kann, wo die anderen wohnen. Das ist natürlich immer eine schöne Sache dann da, weil das war, ja, kann stören. On the island, we've included two facilities to make your life there more comfortable. Zwei. Service Center. Visit this tent in the plaza to access Residence Services, which is here to support all of your daily needs. It's open 24 hours a day, providing residents with services such as the sale of everyday goods, the purchase of unwanted items, and helpful advice about living on a deserted island. And by attending our jetzt kommt das Crafting System rein. Das ist ja auch so in der Form noch gar nicht gab. First, just learn the DIY recipe. Then, choose what to make. And there you have it. It's ready. As you can see, with enough recipes and the right materials, you can build a plethora of wonderful things, even on a deserted island. Das finde ich natürlich auch eine geniale Sache. Es wirken die ganzen Gegenden nicht mehr ganz so langweilig und gleich. Well then, stop by our customization workshop, where you can learn skills like changing the color of the DIY furniture or decorating them with your own custom designs. Das ist natürlich auch genial. Noch mehr Freiheiten. Making the tools and furniture you need by hand is of vital importance on the deserted island. It's our wish that you learn these DIY skills by taking advantage of our workshops. Flughafen. Lass mich raten, damit kommt man auf andere Inseln. Where you first land on the island. It's also available for use year round, 24 hours a day, beginning the day after. Wir machen alle Überstunden. At the airport, you can use the internet or local wireless ja. to invite residents of other islands to yours. Ja gut, das ist klar. Hört mich auch überrascht, wenn das nicht so ist. And you can also travel to and visit other islands yourself. Das ist krass, bis zu acht Leuten. Eight people, including you, can be on a given island at one time. Feel free to get a good group together and make some memories. Erstmal schön auf dem Liegestuhl schlafen. It also offers an in-game postal service, allowing you to send messages. Feel free to use this service to interact with other residents. Will this be your first time living somewhere so remote? On a deserted island, no less? Don't worry. Here are three big ways we plan to support you in acquainting yourself with your new surroundings. Spezialservice Nummer 1. You're starting a new life, so in addition to your tent, Nook Inc. will provide some basic necessities as well as services. No need to worry. Boah, Wahnsinn. Früher war das Radio noch ein bisschen größer, aber gut. Boah, krass, ein Nook-Phone. Ich dachte, man kriegt ein Bibi-Phone. okay, nee. Lass mir das lieber sein. Spezialservice 2. At the start of each day, our CEO, Mr. Nook, will make okay. an island-wide broadcast to all residents, complete with a greeting, the latest on important island events, deserted island okay. life advice, and also ist Nook eigentlich der Big Boss eigentlich der Insel, okay. Diesmal nicht mehr Melinda oder Turtle, Since wie sie heißt, jetzt ist es Nook, okay. Island, sein ganzes Geld für die Weltherrschaft an sich gerissen. They're great for when you're looking to participate in some activities and you're in need of some recommendations.
Ach so, so ein System machen sie auch rein, okay. Das gab's in Pocket Camp. Also, dass man da Achievements sozusagen sammeln kann. Die Models, die du aufbauen kannst, können benutzt werden, um die Kosten des Getaway-Packages zu bezahlen. Und sie können eventuell für In-Game-Rewards an der Nookstop-Terminal in Residence-Services werden. Ich bin gespannt, was das für Belohnungen sind. Rewards range from In-Game Nook Inc. Merchandise to helpful items that can enrich your time on the island. Okay, also Anleitung und Kleidung, okay. Auch eine gute Sache. Auch eine gute Sache, dass man noch schneller dann die Ausrüstung wechseln kann. Ein Fächer, genau. Nook Inc. is here for you, but remember, the island is very much deserted. And so, we'd like to take this opportunity to talk about some possible hitches you might encounter and their solutions. This is one nature-rich island. It's possible that gefährliche Kreaturen. Oh. Ja. Skorpione. You may end up somewhat irritated. Or worse. Should you come across one you don't think you can catch, try not to push your luck and consider retreat. Retreat. Symptoms can be cured with medicine available at resident services. And we recommend keeping some on you, just in case. Früher war das, dass man noch einfach nur speichern konnte und neu starten konnte. Ah, das habt ihr nicht von mir gehört. The getaway package promises a little adventure. Okay. This is actually a plus. Der Geist, okay. The island is surrounded by the sea, which means you may come across a castaway from time to time. Luckily, rescue is simple. First, give them a holler to make sure they're doing okay. Then keep them company until they wake up. Please offer all the support you can. They're relying on you to make it home. Although your Nook phone has a map application, it's theoretically possible to map application or find yourself unable to move forward. In situations like these, it's best not to panic. Instead, simply use the rescue service. Was Dings kostet, okay. Cozier in no time. Aha. Aha, okay, das kostet aber wohl. Ich würde das eher nicht nutzen. Wozu, wenn man eine Karte hat? Zusatzoption Nummer 1. Does the environment seem a bit rough? Do you need a little more space for all your stuff? If you said yes to either of these questions, then we have an option for you. Ne, ja, bestimmt will noch wieder Geld haben. Ja, ist klar. Noch will wieder Geld haben dafür, dass man das Haus größer machen darf. Jedes Mal das Gleiche. And also has its own storage spaces capable of holding any furniture and baggage you're not displaying. That way, everything's nice and tidy. Oh, man hat also jetzt... You get to be your very own interior designer. Okay, das ist natürlich praktisch, dass man jetzt so ein Inventar immer hat, sozusagen. Nicht mehr einen Schrank braucht und anscheinend richtig viel Platz hat. Ja, und das natürlich ebenfalls. Das natürlich ebenfalls, dass man... Ja, sehr praktisch. Sehr praktisch. Was war das noch damals auf dem DS beispielsweise? Ultra nervig, da alles einzusammeln, um zu setzen. Whatever your situation, we have appropriate plans available. So please don't hesitate to ask us about them. Ich habe auch mein Ziel, dieses Mal will ich das Haus komplett fertig kriegen. Mal sehen, ob ich das im Stream mache oder nicht, aber gestreamt werde ich es auf jeden Fall, das kann ich schon sagen. Wir sind bei Zusatzoption 2. These can be used to travel to distant islands. Oh, okay. The destination of these tours differs each time. Oh. And depends on how the pilot is feeling. They're mystery tours, so to speak.
These far-off destinations are small deserted islands. Das hört sich schick an. Of course, you can take many items back home with you, whether it's DIY materials or creatures. Das hört sich sehr interessant an. And you may experience some unexpected encounters. So hat man auch mehr Aktivitäten als nur auf der eigenen Insel sozusagen. Das ist wirklich, oh, dieses ekelhafte Vieh. Man kann also auch über kleine Bäche springen, okay. Ekelhafte Taranteln. With our package plan, up to 8 people can live on one island. One optional extra provided only to those islands with multiple residents is called Party Play. Party Modus. With this way to play, you can call up other residents who live on the same island as you, allowing up to 4 residents to enjoy exploring Local the play. Island together at the ja. Same time. Das ist praktisch ebenfalls. Making the others the followers. Mm-hmm. They can follow the leader around. That way, everyone can spend time together. As you can see, it's easy to change out the assigned leader. That way, followers can quickly take turns doing what they want to do, even if it's just a little shopping. Beach boy. Any creatures or other items found by followers will be stored in a recycle box at the Residence Services building. Please make sure to stop by and pick them up later. Aber das ist doch nur ein Spieler, der das spielt, oder? Habe ich das jetzt falsch verstanden? We are developing a web service within the Nintendo Switch. Oh, krass, das gibt was für die App. Boah, das wird für die App genutzt, geil. As an example, the service lets you scan QR code patterns of custom designs. Das ist ein nicees Feature. Bisher wurde die, glaube ich, nur für Splatoon 2 genutzt. Oh, okay. Animal Crossing Happy Home Designer Games. And then download them via Nook Link. Hm, na, auch ne, noch eine interessante Sache. Ja, doch. When connected online, you can talk with owners of Animal Crossing New Horizons and the Nintendo Switch Online Smartphone App using your smartphone as a keyboard or for voice chat. Oh, Voice Chat mit der geilen App. Oh ja, das muss man machen, das muss man doch machen. Is planned to launch in March of 2020. Die geile App. Naja, wobei man sagen muss, diese ganze, das auch mit der Tastatur zu schreiben, ist auf dem Handy doch angenehmer als auf der Switch. Das stimmt, aber naja. Okay, das war Teil Nummer 1, okay. Hörte sich schon mal interessant an, definitiv. Große Zukunft. Teil 2. Let's go. Inselentwicklung. Wird die Insel auch größer, oder? You'll really get that deserted island bang for your buck, especially with only a couple of neighbors for company at the start. But our hope is to eventually invite more residents and develop the island into a bustling community. For this reason, we're planning to invite more animal residents to come live here. That said, we don't want you to feel like we're inviting others into your space carelessly. As such, we've secured this land in advance. Okay. Yeah. And in some cases, you may be able to invite some residents yourself. But we won't stop there. We're also planning to build additional facilities on the island. Oh, okay. Examples include a museum showcasing the rich ecosystem on the island. Das sieht fancy aus, würde ich mal sagen. Das sieht richtig geil aus. Ja, der klassische Laden von den beiden. A tailor offering clothing and fashion items. Ja, doch, das where you can invite guests for recreational purposes. We're hoping to enrich our residents' lives and foster a sophisticated culture on the island by gradually adding shops and facilities, with a little help from some connections our CEO made in the past.
Ja, stimmt, man kann es jetzt auch viel praktischer einfach umziehen, mal alles sozusagen in dem einen Inventar. Ein Rathaus. Ja, und es ist wirklich so. Tom Nook ist dann der Big Boss der Insel. Tom Nook hat wirklich die Weltherrschaft an sich gerissen. Oh, wie geil ist das denn? Ach, das ist die ehemalige Weltherrscherin. For remodeling, we'll lean on staff experienced in providing operational support. That way, we can offer the utmost in services and advice regarding the overall environment of your island. We're hoping to accept not only new residents, but also any guests who are tentatively paying a visit to the island. First of all, tourists are always welcome. In these cultural exchanges, we can show visitors what makes our island so special, while simultaneously learning about customs we aren't familiar with. We're actively accepting any traveling merchants who can offer up items that cannot be crafted on the island. Yeah. And eventually, we will host a variety of events for you to take part in, such as fishing tourneys and bug-offs at the plaza in front of resident services. Das sieht ja mal krass aus. Through free updates, we plan to introduce special events with seasonal guests and more. Weihnachten, Ostern und Halloween. Oh, ich glaube, der andere ist noch Karneval und der, ich glaube, Thanksgiving, der Truthahn, ja, Thanksgiving. Das ist nice, das gefällt mir. Gefällt mir wirklich, also gut vieles da, ich rechne nicht mit richtig viel. Praktisch, man nimmt eine Leiter mit, um auch so hoch zu kommen. Okay, man kann eigene Brücken bauen. Kann Treppen bauen. Okay. Gefällt mir wirklich. Once the island is fully decked out, we will provide you with a permit. Eine Baulizenz. Aha. You can use it to freely pave your own paths. Auch das, was sehr gefragt wurde und sich sehr, worauf ich auch geil finde, eigene Wege bauen zu können. In addition, we can also provide you with a permit that allows you to undergo major construction on the terrain itself. Ja, genau. Including rivers. Ja, wie krass ist das denn? And cliffs. Ja, genau. Jetzt haben wir aber richtig die Mega-Kontrolle. With your very own infrastructure maintenance and construction permits, you can flex your creative muscle across the island. Make the most of them to make your island your dream home. Ja, das finde ich nice. Das finde ich richtig nice. Ja, doch, also, dass man dann irgendwann die vollste Kontrolle ist über die ganze Gestaltung. Finde ich wirklich nice. Oh, schickes Haus im Asia-Stil. The choice is yours. What kind of life do you want to live? Doch, das ist wirklich geil, wirklich geil. Okay, Geburtstag wird auch gefeiert. The Deserted Island Getaway Package presented by Nook Inc. Your departure is on track for March 20th of 2020. Ja, stellen Sie sich darauf ein, der 20. der 20. März. Um 0 Uhr werde ich für Sie da sein. Werde ich für euch da sein. Und dann wird der Stream angemacht und dann wird das gespielt. Ich habe sie schon runtergeladen, nur ich kann es dann spielen. Ja, wir sind wirklich reif für die Insel. Spätestens jetzt. Aber einen Monat dauert's noch. Oh, ich würde es am liebsten jetzt schon.
Okay, Fragen. FAQ ist angesagt. Let's roll this. Can I play the game together with my family on a single Nintendo Switch console? With one Nintendo Switch console and a copy of the game, everyone in your family can live on one shared island. The maximum number of residents for an island is 8. Aber ich glaube nicht zur gleichen Zeit. Can register one resident. Ja, das ist natürlich auch praktisch dann. Das gab es ja schon in vorigen Teilen. Can of course build their own house. Ah, nicht mehr auch das gleiche Haus. Does the game support Amiibo! Yes, the game ja. Supports Amiibo figures and Amiibo cards from the Animal Crossing series. Ja, genau. Da kann ich von die von Amiibo Festival einscannen. Was bringen die denn? Ach so, auf jeden Fall die Bewohner wie aus You can also invite these familiar faces to Photopia, an island that exists someplace out there, where you can place models and create a photo shoots. Ah, okay. Alles klar. Utopia. We plan to support additional characters in the future. Mhm. Do you have any more information about visiting friends? While visiting other islands online, you can communicate with friends or players not registered as friends using temporary passwords. Hmm. These features can be restricted via the Nintendo Switch Parental Controls app for smart devices. Mm-hmm, in order to protect the environment of your island, some tools like axes and shovels Okay, dann wisst ihr Bescheid. Also, wenn wir spielen, dann kriegt ihr Passwörter. It's no problem. Ha, das ist gut. Das ist auch gut. Ha. What if I lose my save data? Es wurde nämlich schon gesagt, dann, da die wollen auf meine Insel kommen und das dann. Das ist nicht gut, eigentlich, meiner Meinung nach. Okay. Sie machen irgendwas anderes, aber okay. Yes. Ah, die will ich auch haben, aber da habe ich kein Geld leider für. Ich hoffe irgendwann wird das Ding günstiger. Aber die spezielle Switch würde ich ganz gerne haben, weil vor allen Dingen die Farben, der Joy-Con und das Dings gefällt mir, aber naja. We will offer free updates after the game launches, okay. And we'll continue to provide free seasonal events throughout ja, the gut, year. Das haben wir schon mitbekommen. The first free update will be on launch day, March 20th. By installing this update, you can celebrate Bunny Day. Ah, Ostern. Ja gut, das passt ja, ist ja dann schon also, recht bald. We're planning to roll out a special offer for both Animal Crossing Pocket Camp and Animal Crossing New Horizons, mm-hmm. through which players can receive special items in each. Okay, interessant. Gut, Pocket Camp nutze ich so gut wie gar nicht mehr, aber. Details will be announced at a later date from the official Animal Crossing Twitter account. Boah, Melinda so folgen. Aber ich bin froh, dass sie nichts gesagt haben über ein Paid DLC. Da bin ich schon mal froh, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass irgendwann trotzdem noch was kommen wird. Okay. Das habe ich natürlich jetzt noch nicht gesehen. Okay, wir sind auch durch. Ja, ich freue mich drauf. Also es wird eine geile Sache werden. Das kann ich definitiv sagen. Spätestens jetzt, nachdem ich das hier gesehen habe. So, jetzt muss ich mal gucken hier, ob ich noch ein bisschen Musik hier anschmeißen kann. Warte ist kurz. Wir machen noch eine bisschen Musik an. Während ich dann da noch so ein bisschen erzähle. Das hört sich doch gut an. So. Ja, also. Gefällt mir sehr, was man hierzu gesehen hat. Also. Der 20. März, der wird definitiv bei mir rot eingekreist sein und wenn das Spiel freigegeben wird, ich habe es mir schon heruntergeladen, wenn es dann freigegeben wird, würde ich sofort spielen und der Stream wird natürlich auch dann an sein, das ist klar.
Oh ja, also was muss ich sagen? Also es ist viel vereinfachter und viel mehr Möglichkeiten, die man hat. Ganz klar, was eigentlich aber auch schon klar war. Was klar war, weil es klar war. Nee, Spaß, aber ich freue mich drauf. Also man scheint ja doch viel Möglichkeiten zu haben, dann auch viel mehr, als man es früher hat. Allein, dass man, ja, das hier allein schon, man kann wirklich viele Möbel anscheinend selbst gestalten, die ganze Welt, natürlich eher klassisch sein Haus aufbereiten und natürlich das, was am krassesten ist, ja gut, Multiplayer-Funktion, dass man einfach da so die ganze Insel von Haus aus ändern kann, also das fand ich mal mega krass, also darauf freue ich mich schon wirklich sehr, also das ist immer so eine Sache dann da so, die mich gestört hat, weil, was heißt gestört hat, aber, ja, irgendwie sahen die Inseln, die man, also die Städte, die man besucht hat, da auch irgendwie immer gleich aus. Egal, wo man hingeht, die hatten irgendwie immer so den Aufbau. Mal ist das, ist ein Haus da links, dann ist mal ein Fluss in der Mitte, ein Strand unten. Gut, ist die Frage, inwiefern man das machen kann, aber so wie man es ja gesehen, dass man Flüsse erstellen kann, natürlich die Wege da. Dass man Klippen erstellen kann, dass man Flüsse erstellen kann, dass man Allgemeinwege erstellen kann und Gebiete erstellen kann. Also das ist schon wirklich, wirklich genial. Also da freue ich mich schon wirklich sehr drauf. Gut, natürlich ist klar, es ist halt ein großes Spiel, deswegen kann ich es auch verstehen, dass noch nicht so viel Funktionen sind. Wie man hat ja gesehen, dass KK anscheinend ja noch gar nicht beispielsweise dabei ist. Das ist, naja, kann man so oder so sehen. Aber es kommt ja halt noch. Und was ich sehr genial finde, dass sie auch noch nichts gesagt haben in Bezug also dass das alles ja bisher anscheinend kostenlos ist. Gut, Amiibo-Kosten, das ist klar, das stimmt. Und die Frage ist dann natürlich auch, wie das dann mit der Kommunikation mit Pocket Camp aussehen wird. Vielleicht muss ich das jetzt doch mal wieder ein bisschen häufiger wieder spielen, anscheinend. Ich habe die App noch, aber ich spiele das Gefühl kaum noch, bis gar nicht mehr, weil es ist halt, ja, Pocket Camp ist halt so irgendwie gefühlt so, ja, man macht es halt ab und zu, aber irgendwie hat das keinen richtigen Reiz für mich. Aber das da jetzt, also das wird es auf jeden Fall einen Reiz haben, weil das ein richtiges Animal Crossing ist. Also für mich ist Pocket Camp kein richtiges Animal Crossing, aber gut, das liegt ja auch wahrscheinlich in der Smartphone-App. Gut, ja, ich würde sagen, kann ich noch was sagen? Ich weiß es nicht so recht. Also gut, ich denke mal, jetzt ist noch. Ich gucke jetzt gleich nach, was auf Twitter gibt noch dazu. Aber ich denke, das wird jetzt nicht mehr in das Video packen. Ich denke mal, ihr wisst es ja auch schon, was da ist. Und ansonsten könnt ihr auch auf den Twitter-Account gehen. Ja. In diesem Sinne, was bleibt mir anderes zu sagen? Ich hoffe, dass euch. Ja, wie lange nehmen wir jetzt hier schon auf? Eine halbe Stunde ungefähr, gut, ja. Ich denke mal, in diesem Sinne kann ich euch entlassen. Ich bedanke mich, falls ihr zugeschaut habt und noch mal meine Reaktion sehen wollt, auch wenn ihr wahrscheinlich schon diese Direct angeschaut habt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und verabschiede mich. Und mit dieser entspannten Musik des Cafés wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal bei einem anderen Video. Bis dann und tschüss, euer Jake.